Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Vor einem halben Jahr waren wir in der schönen Gemeinde Schleching. Und da haben wir nicht nur die tollen Berge genießen dürfen, sondern auch die Musik von Christian Loferer. So, neben mir ist jetzt der Christian. Das ist ein echter Schlechinger. Und er ist mittlerweile aber eben nicht mehr in Schleching, sondern weltweit unterwegs als Hornist, als gebuchter Hornist, gell? Und bist fest angestellt beim Bayerischen Staatsorchester. Genau, richtig. Genau. Erzähl mal, wie kam das zu diesem Werdegang von Schleching in die weite Welt? Genau, also Schleching bin ich aufgewachsen. Mhm. Und dann mit 9 kam eigentlich die Musik zu mir, weil ich habe es gar nicht bewusst aktiv gewählt, sondern ich bin gefragt worden, ob ich anfangen möchte. Wer hat dich da gefragt? Das waren Musikanten aus dem Dorf. Die haben einfach gefragt, wir brauchen noch ein paar Instrumente. Nein, es war genau genommen so. Der damalige Bürgermeister war zugleich Kapellmeister. Mhm. Es waren Wahlen, er wurde abgewählt. Und dann hat er gesagt, jetzt passt es mir auf, ihr habt mich nicht gewählt im Dorf. Dieses Jahr spielen wir den, was wir jedes Jahr sonst machen, den Kriegerjahrtag, also zu Ehren der gefallenen Krieger. Dieses Jahr spielen wir nicht. Und dann haben ein paar Musikanten gesagt, das kann ja nicht sein, dass das jetzt irgendwie Einfluss auf die Musik nimmt, die Wahl. Wir spielen trotzdem. Mhm. Und das war eigentlich so der Impuls, dass man einen neuen Musikverein ins Leben gerufen hat. Und da haben sie mehr Leute gebraucht. Und da haben sie die 9-jährigen Kinder gefragt. Genau, da haben sie einfach dann sind zu Häusern, wo es gewusst hat, dass es junge Leute gibt. Mhm. Haben sie rumgefragt, wer was lernen will. Ich war bei einem Spätzl beim Schuster Simon und dann haben die uns gefragt. Und dann war das eigentlich der Startpunkt. Und die haben dann eben gesagt, ja, das kannst du lernen, Trompete, Posaune, Tuba, Horn. Das brauchen sie alles. Genau, und bei Horn dachte ich sofort an einen Jagdhorn. Mhm. Und dann habe ich gesagt spontan, ja super, das nehme ich. Und dann später hat sich herausgestellt, dass eben ich das Jagdhorn nicht gewählt habe, sondern das Waldhorn. Da war ich erst mal enttäuscht, aber trotzdem angefangen und dann ging es eigentlich ziemlich schnell. Und hast du dann hier in Schleching Unterricht genommen? Nein, das war dann der nächste Zufall, dass ich dann der Einzige war von 12, die angefangen haben, der nach Grassau ging. Mhm. Und Grassau ist wiederum eine herausragende Musikschule in Bayern, man kann sogar sagen in Deutschland. Also eine Blechbläserschule. Also bist du nach der Schule immer nach Grassau zum Üben gefahren? Anfangs einmal in der Woche und dann in Hochzeiten bis zu 5-mal. Also mein Vater haben mich da ziemlich chauffieren müssen. Ja, die haben mich zu 100% unterstützt. Ja, haben die dann gleich schon gesagt, die Lehrer in Grassau, dass aus dir ein Profi-Musiker werden könnte? Ja, man macht zuerst so eine Eignungsprüfung, sage ich mal, ob eine grundsätzliche Begabung vorhanden ist. Und da hat sich herausgestellt, also die Begabung ist da. Und dann im ersten Jahr hat man gemerkt, dass die Begabung eben über dem Durchschnitt ist. Mhm. Und dann hat der Lehrer gesagt, es lohnt sich, den Burschen zu auszubilden, fördern. Ja, genau. Also mit allen Facetten, mit Ensembles, mit Wettbewerben und eben auch Einzelunterricht. Mhm, mhm. Dann bist du also richtig gleich in die Schiene rein. Genau, da war ich in den Fahrwasser und dann ging es ja wahnsinnig schnell. Nach 2 Jahren habe ich dann meine ersten Orchestererfahrungen gesammelt und nach 4 Jahren habe ich dann eigentlich. Also mit 11 und 12 schon Orchestererfahrungen? Ja, da gab es ja auch wieder einen Glücksumstand, dass in der Zeit ein Lehrer von der Waldorfschule in Prien hat ein Orchester aus der Taufe gehoben und das war ein super Orchester. Ich habe da unglaublich tolle Erfahrungen gesammelt. Sind in Toskana gefahren, sind nach Kopenhagen gefahren, Orchesterreisen gemacht. Also und hast du auch gleich so schöne Seiten miterlebt. Ja, dann, eigentlich die schönsten Zeiten. Also, und nicht nur daheim üben wie die Kinder, die man quälen muss, sondern du hast einfach gleich spielen dürfen und reisen damit. Genau, gell? Ich habe da schon gemerkt, dass ich mich sehr wohlfühle auf der Bühne. Können wir uns da mal kurz hinsetzen aufs Bankerl? Ich habe gemerkt, dass mir das sehr taugt auf der Bühne. Und dann kam eben schon der Wunsch auf mit 14, okay, ich mache das zum Beruf. Mhm. Also auch wenn ich keine Ahnung hatte, was das bedeutet. Ja, aber trotzdem hast du gedacht, das ist was. Ich habe gemerkt, es war ganz klar, ich möchte es zum Beruf machen. Mhm. Ich möchte auf der Bühne stehen und dass die Musik eben der Weg ist, den ich gehen möchte. Mhm. Und dann hast du studiert, ging alles. Genau, und dann war ich in der Schule fertig gemacht, zum Glück. Und dann war ich schon während der Schulzeit viel in München zum Unterricht. Also ich war Jungstudent am Konz. Mhm. Und dann nach der Schule bin ich dann an die Hochschule, habe dann das Studium begonnen mit Horn als Hauptfach. Hört sich alles ganz einfach an. Ja, es war so irgendwie was. Es war ziemlich stringent. Es hat irgendwie super immer gleich alles geklappt. Vorspielen und alles Mögliche. Und manche scheitern 10-mal. Das war nicht so. Ja, ich habe nicht zu viel überlegt und ich hatte zum Glück sehr gute Lehrer. Also das war einfach mein großes Glück, dass ich einen super Lehrer gehabt, der mich eben ganzheitlich toll ausgebildet hat. Nicht nur auf dem Instrument, sondern eben auch als Mensch, als Persönlichkeit. Mhm. Und mir da den Grundstein mitgegeben hat für eine erfolgreiche berufliche Laufbahn. Also würdest du auch sagen, diese 10 Lehrjahre,
die hast du jetzt immer noch, kannst du davon zehren. Ja, dann, absolut. Oder? Also, das war das Wichtigste eigentlich. Ich sage immer, also die Wurzeln sind ungleich wichtig, also, weil die einfach einem die Kraft geben und den Rückhalt. Und deswegen pflege ich die auch und bin auch sehr dankbar und stolz auch auf diese Zeit. Mhm. Also ich habe immer noch einen sehr herzlichen Kontakt zu meinem Lehrer an der Musikschule in Grasser. Und ist der mittlerweile schon alt dann? Nee, der war damals, ich war sein erster Schüler letztendlich. Ach, der war also sehr die erste jung Generation, damals. Der war damals frisch vom Studium. Mhm. Und trotzdem so ein guter Lehrer. Ja, das war, wie gesagt, in vieler Hinsicht, da gab es viele glückliche Umstände. Mhm. Ja, und den Christian, den haben wir uns jetzt zugeschalten. Schauen wir mal, ob es schon funktioniert. Hallo Christian. Hallo Sophia. Es funktioniert. Sehr es gut. Funktioniert. Du, bevor, vor 20 Jahren. Ja, echt. Stimmt. Bevor ich dich jetzt frage, wie dein Leben gerade aussieht, willst du uns nicht erstmal was spielen? Hast du dein Horn greifbar? Wir können es probieren. Ich bin ja quasi völlig aus dem Training. Stimmt. Aber wir können es nicht gern probieren. Ja, mach mal. Spiel mal was. Was war das? So, das war aus einer Cello-Suite, also im Original für Cello-Solo von Bach, die zweite Boré aus der dritten Suite. Sehr schön. Und das spiele ich wahnsinnig gern. Also ich finde, Bach ist immer irgendwie heilsam. Das ist wie ähnlich wie Schubert, das räumt einen auf. Ja, sehr schön. Bevor ich dich jetzt frage, oder bevor du mir hoffentlich erzählst, wie dein Leben aussieht, mach mal erstmal eine kurze Unterbrechung. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind wieder zurück und wir haben heute den Musiker Christian Loferer dazugeschalten. Hat Corona dein Leben sehr verändert oder wie schaut es bei dir gerade aus? Ja, natürlich hat es auch, ich glaube, wie das Leben von den meisten sehr verändert. Ja, wie bei allen anderen Berufen auch, wurde einem die Berufung genommen und es fehlt natürlich die Bühne, es fehlt das Publikum, es fehlen die Kollegen, das fand ich auch ganz witzig. Dass genau, weil die Oper ist zu, gell? Die ist richtig dicht. Oper ist komplett zu, also wir haben jetzt wirklich keine Vorstellung mehr seit, boah, ich habe schon auch mal Zeit verloren dafür zu empfinden, 6 Wochen, glaube ich. Also wir haben jetzt wirklich sehr lange Zeit, also bald länger als die Sommerferien, uns nicht mehr gesehen, nicht mehr gemeinsam musiziert und das fehlt natürlich schon sehr, klar. Also insofern hat mein Leben auch sehr verändert. Ich versuche jeden Tag zu üben, mich fit zu halten. Und das ist natürlich auch immer schwierig, sich zu motivieren, weil wenn kein Ziel da ist, kein konkretes, dann zeigt man sich schon den einen oder anderen Tag, ja, warum soll ich das halt üben? Und bist du im Kontakt? Bist du im Kontakt mit deinen Orchesterkollegen oder wie ist das da? Ja, schon aufgrund meines Amtes als Orchestervorstand bin ich natürlich im Austausch mit meinen Kollegen und man schreibt Mails, man fragt mal nach, wie es einem geht, dann wird man auch mal angerufen, unterhält sich, diskutiert über Dinge. Und aber auch in meiner Gruppe vor allem natürlich bin ich auch im ständigen Austausch. Wir planen neue Projekte jetzt in der Zeit, wo man eben nicht auftreten kann. In welcher Gruppe meinst du? Na, Horngruppe, also meine Stimmgruppe im Orchester. Da bin ich eigentlich am meisten im Austausch neben meinen Vorstandskollegen. Und wie gesagt, da planen wir eben neue Formate für die Zukunft, Konzertformate, CD-Aufnahmen. Oder jetzt eben auch während der Zeit von der Corona-Zeit haben wir an der Oper diese Montagskonzerte. Das heißt, es gibt jeden Montag einen Livestream aus der Oper, selbstverständlich ohne Publikum unter Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen, also sprich Abstands, den man einhält. Also das heißt, spielst du dann manchmal schon an einem Montag immer in der Oper sozusagen? Hast du da mal gespielt? Ja, da gibt es 20, sehr erfreulich, da gibt es 20 viele, die da spielen wollen und es singen ja auch einige, also ein paar Gäste, die oftmals im Haus sind. Aber
wir haben uns mal angemeldet und hoffen, dass wir auch mal zukommen und in der Spielzeit nochmal an einem Montag mit 4 oder 6 oder 8 Tennisten dann auftreten werden. Und wisst ihr schon, ob ihr dann wahrscheinlich voraussichtlich im Herbst theoretisch frühestens, oder, wieder loslegen könntet? Aber ja, genau. Also aktuell ist jetzt eben die Aussage diese, dass man frühestens im Herbst, also Oktober, beginnt. Aber wie gesagt, wie die Politik immer sich äußert, das ist natürlich ein dynamischer Prozess, muss man von Woche zu Woche neu beleuchten. Und dann hoffen wir, dass es vielleicht besser verlaufen wird, als man bisher denkt. Und dass wir dann im Oktober in irgendeiner Form wieder spielen dürfen. Ob das dann vor vollem Haus ist, kann man hoffen, aber ist nach aktuellem Stand eher unrealistisch. Mhm. Aber ich denke, irgendwas wird es geben. Ja. In irgendein Format wieder auf die Bühne kommen. Und das ist schon mal eine schöne Aussicht. Ja, ja, also dann, wie ist es dann für dich? Denkst du, du hältst es psychisch noch aus bis September, Oktober? Ja, also lange Zeit. Ich bin erstaunt, dass man denkt, man hat, und das habe ich jetzt in vielen Gesprächen irgendwie erfahren, also man denkt ja am Beginn so einer Phase, man hat plötzlich ganz viel Zeit. Also und ich treffe auch ganz viele Leute, die sagen, ich habe eigentlich nicht viel Zeit. Im Gegenteil, also irgendwie der Tag ist voll und vergeht sogar schneller als sonst. Also ich weiß nicht, woran es liegt, ob der Job sonst schon ein bisschen Routine ist und deine Zeit schneller vergeht und jetzt macht man irgendwie viele verschiedene Sachen. Also mir geht es auch so, ich habe so viel neue Aufgabenfelder, also jetzt gerade schneide ich Filme so für eine Kampagne und also Filme, Konzerte schneide dann, unterlege sie mit Musik, da gehen schon mal Stunden drauf, da bin ich in meinem kleinen Gärtchen da auf dem Balkon und pflanze da was an, dann fahre ich zum Baumarkt und so vergehen die Tage in Windeseile, das ist unfassbar. Ja, das stimmt. Das ist ein Phänomen, das ich jetzt nie gedacht, also ich fühle mich wie so ein Rentner, der eigentlich nichts zu tun hat, aber trotzdem mehr Stress hat als vorher. Ja, das stimmt. Das letzte Mal hast du auch schon als Abschluss von deiner Pension geredet, erinnere ich mich. Ja, echt? Ja, da habe ich. Ja, weil ich fahre immer zu meinen Eltern und dann erlebe ich immer, was die für einen Stress haben. Beide pensioniert und denke ich mir, Wahnsinn. Also, man sagt immer, ja, das ist ja dieser Rentnerstress, aber so fühle ich mich gerade. Aber warst du und jetzt? Habe ich Kollegen getroffen in der Oper und dann sagt er, Mensch, das ist furchtbar. Also, so muss ich Pension anfühlen. Also, ja, auch so Mitte 40 gesagt, hey, so fühlt sich meine Pension an. Furchtbar, ich muss irgendwas ändern, dass ich dann, wenn die Pension kommt, dass ich irgendeine Beschäftigung habe. Ja. Aber warst du jetzt bei deinen Eltern in Schleching mal? Ich war nicht. Also ich muss auch sagen, mir fällt schwer, mich da zu positionieren und eine klare Haltung einzunehmen, weil ich eben auch bin im Zweifel über dieses ganze Dilemma und im Zweifel bin ich dann, wie ich immer sage, für den Angeklagten, in dem Fall Corona. Und dann denke ich mir, muss es vielleicht jetzt aktuell nicht sein, dass ich meinen Vater mit 80 Jahren besuche. Ja, also das meide ich bisher noch, aber ich denke, jetzt die nächsten Wochen fahre ich runter, weil ich denke, jetzt hat man ein klares Bild auch bekommen von der ganzen Situation und kann es besser einschätzen. Und wenn man sich die Fallzahlen anschaut in München, ist ja, glaube ich, heute waren es 15 neue Fälle. Also es ist jetzt irgendwie so, dass man sagt, okay, man ist selber auch fit, man hat es nicht bekommen oder hat schon bekommen und ist resistent, wie auch immer. Und dann kann man auch mal zu den Eltern fahren und die sind da auch vernünftig, aber auch irgendwie locker und freuen sich natürlich, wenn ich dann mal wieder vorbeischaue. Ja, sehr schön. Ja, danke, dass du uns kurz einen Einblick gegeben hast. Ich finde, gerne. Zum Abschluss schauen wir uns jetzt nochmal an, als wir da vor einem halben Jahr vor der Oper standen und wie mein du da Gott. Für uns nochmal gespielt hast. Gerne, mit den Bildern verabschieden wir uns dann. Lichtjahre her. Vielen Dank. Danke dir, Lichtjahre her. Ja, Lichtjahre her. Ciao. Ciao. Genau, mit diesen Bildern vor der Bayerischen Staatsoper verabschieden wir uns von Ihnen. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund.